Zach, mein Name ist Nikolaus Sternfeld, ich bin 24 Jahre, studiere Schauspiel im vierten Semester an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf. Die Schule wurde ursprünglich 1954 gegründet, hat oft seinen Standort gewechselt, um letztendlich hier zu landen. Was das Ganze noch viel attraktiver macht, sind die Filmstudios hier drüben, wo Filme gedreht wurden wie Der Vorleser, Operation Walküre, Inglourious Basterds, Grand Budapest Hotel und mit Abstand meine Lieblingsserie GZSZ. Links sehen wir die Bibliothek. Ein Sammelsurium, natürlich an Büchern, für uns Schauspieler ganz wichtig, Reklamhefte. Aber was noch viel wichtiger ist, sind die Filme und Serien, die man hier ausleihen kann. Da ist meine Sprecherzieherin, hallo Anna. Hier sind wir im Atrium. Riesig groß, riesig geräumig. Lässt viel Licht durch im Sommer. Da drüben ist das Filmriss, unsere kleine, überschaubare Kantine. Jetzt bist du im Kinosaal, einer der größten von 5 in dieser Schule, der fast 200 Plätze. Hier finden Seminararbeiten statt. Hier kann man als Schauspieler seine eigenen Arbeiten betrachten auf der großen Leinwand. Und wenn man lustig ist und früh genug bucht, kann man mit Kollegen hier ein Bierchen zwischen und seine Lieblingsfilme gucken, die man im Kino verpasst hat. Hier ist unser Theatersaal, als Schauspieler mein zweites Zuhause. Hier proben wir, hier haben wir unsere Szenenstudien und letztendlich unsere Abschlussprüfung, die ZAVs. Einmal Theaterluft atmen. Hi, ich bin Svenja und ich studiere digitale Medienkultur im 6. Semester. Ich werde euch jetzt weiter die Filmuni zeigen. Kommt mal mit. Da hinten sind ganz viele von unseren Seminarräumen. Und es ist sehr schön, dass die klein sind, weil in den kleinen Gruppen können wir auch viel, viel besser lernen. Hier spielt die Musik bei uns. In diesem Tonstudio wird Musik zum Film produziert. Wir haben hier verschiedenste Instrumente, um super Musik zu produzieren. Aber jetzt zeige ich euch erstmal die anderen Tonstudios. Hier siehst du unser Synchronstudio für Ton und Geräusche. Und wie man den Ton und Text zum Film synchronisiert, das zeige ich dir jetzt. Hier hast du im Prinzip einen Bildschirm, auf dem du den Film siehst und dann musst du den Text synchron dazu einsprechen. Und die Geräusche im Film kommen ja nicht von ungefähr, sondern wir brauchen verschiedene Materialien, um zum Beispiel Pferdegetrappel oder Fußläufe zu imitieren. Und dafür haben wir verschiedene Materialien. Das ist eins unserer großen Film- und Fernsehstudios. Hier werden Sets entstehen und gebaut und diese kannst du zum Beispiel für unterschiedlichste Filmsequenzen nutzen. Das kann ein animierter Film sein, das kann auch ein total realistischer Film sein. Wir haben die beste Technik, die sich ein Filmemacher wünschen kann. Und damit du nicht denkst, dass wir jetzt als Filmemacher immer nur im Keller und unter der Erde arbeiten, zeige ich dir jetzt nochmal was ganz Außergewöhnliches. Na, habe ich zu viel versprochen? Wie Nico am Anfang schon gesagt hat, sind wir hier im Medienstandort Babelsberg. Das heißt, hinter uns sind die großen Studios von der UFA, wo aktuell Kinofilme und Serien produziert werden. Dann haben wir hier auch noch den RBB und nicht zu vergessen die Berlin-Nähe. Aktuell sind wir über 600 Studierende mit ungefähr 100 ausländischen Studierenden. Das heißt, unsere Uni ist auch international super aufgestellt. Ich hoffe, dir hat der Rundgang mit uns gefallen. Der ist jetzt nämlich zu Ende. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal auf dem Campus.